Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Cora Stephan, Lob des Normalen vom Glück des Bewährten. Wer von uns hat nicht schon einmal laut oder leise ausgerufen, das kann doch nicht wahr sein oder das kann doch alles nicht mehr wahr sein? Wenn einem gesagt wird, es gäbe nicht zwei, sondern über 50 Geschlechter, die natürlich alle einen Anspruch darauf hätten, wahrgenommen und nicht diskriminiert zu werden. Wenn man darauf vorbereitet wird, im Winter hohe Heizkosten in Kauf zu nehmen, weil man nicht von russischem Gas abhängig sein will, sich aber gleichzeitig aus ideologischen Gründen weigert, die bestehenden Atomkraftwerke fortzuführen. Wenn man beklagt, dass Deutschland zu wenige Akademiker hervorbringt, doch statt die schulische Bildung zu verbessern, das Abiturniveau so weit absenkt, dass mittlerweile jeder zweite Schüler die Schule mit dem Abitur verlässt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Liste könnte abendfüllend werden. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Und doch, es geht immer weiter. Da ist es gut, wenn man jemanden bei sich hat, der einem in Erinnerung ruft, was eigentlich normal ist, was sich bewährt hat. Und diese Person ist heute Abend hier bei uns, Frau Cora Stephan, die Buchautorin, die wir hier heute begrüßen können. Frau Cora Stephan ist geboren 1951, ist Publizistin und Schriftstellerin und promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie schreibt Essays, Kritiken und Kolumnen, unter anderem bei der Achse des Guten und Tichys Einblick, und hat neben 10 Sachbüchern mehr als ein Dutzend Romane geschrieben. Liebe Frau Stephan, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind und bitte Sie nun ums Wort. Vielen Dank. Ich bin ganz gerührt. Ich habe den Verdacht, dass einige meinetwegen hier sind. Das tut gut irgendwie. Und es tut auch gut, dass die Klimaanlage funktioniert. Sie funktioniert. Ich bin mit dem Auto hier. Ich setze mich nicht mit Maske in irgendein öffentliches Verkehrsmittel. Und dort hatte ich keine Klimaanlage. Deutschland in eine nutshell. Es sollte ein, ich erzähle das jetzt nicht. Also es ist eine never ending story. Heute wurde ein neuer Kompressor eingebaut, der sich dann als fehlerhaft erwies. Da wurde er wieder ausgebaut und so fuhr ich dann schwitzend hierhin. Aber ich habe es überlebt, wie Sie sehen. Und nein, ich bin wirklich gerührt, dass Sie alle gekommen sind. Das freut mich sehr. Sie sehen da oben Cora Stephan, Mücke. Als ich hier reinkam, habe ich natürlich sofort gepöbelt. Da habe ich gesagt, Cora Stephan, Mücke. Ich meine wirklich, das klingt nicht sonderlich gut. Ich kann das aber auflösen. Also ich bin keine Mücke. Ich wohne auch nicht in Mücke, sondern das ist diese Großgemeinde. Und in dieser Großgemeinde gibt es mehrere kleine Dorfeinheiten. Und in meinem Dorf wohnen, glaube ich, wie viele Personen, Ruder? Vielleicht 10 Familien. Und das nennt sich Solms. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist genau dieser Grund, dass ich nach 30 Jahren Frankfurt am Main in Solms wohne. In einem winzig kleinen Dorf, wo es noch so etwas gibt wie Normalität. Also was wirklich erdet, ist Landleben. Also auch ihr Berliner, jetzt bitte nicht beleidigt sein, aber wenn man auf dem Land lebt, dann sieht man manche Dinge sehr, sehr, sehr viel entspannter. Und bei uns gibt es Schwule und Lesben, aber kein drittes Geschlecht. Und wenn ich in den Laden komme und sage, ach, ihr schreibt hier eine Stelle aus für MWD, also männlich, weiß und deutsch, dann wird herzhaft gelacht und dann wird gesagt, ja, wir müssen das aber so machen. Ich glaube, das ist eins der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Der zweite Grund war, ich wurde in dieser Panikpandemie namens Corona plötzlich mit einem neuen Normal konfrontiert. Also ich müsse mich jetzt mit einem neuen Normal beschäftigen, auseinandersetzen. Ich müsste mich darauf einstellen. Ich müsste mich in einem neuen Normal bewegen. Da habe ich gedacht, na Moment, jetzt gucken wir uns doch erstmal das alte Normal an. Das neue Normal, das ist ja so ein Begriff, der so tut, als ob das Normale eine gesetzte Norm wäre. Das sagen ja viele von dieser
Zusammenrottung, LB Dingens da, ich kann mir das nicht merken, muss ich ehrlich sagen. Die sagen ja, die reden von Heteronormativität. Also nicht davon, dass es Heterosexualität gibt, sondern dass es normativ sei, also eine bloße Norm. Es ist normal, wenn man einen ganz bestimmten Begriff von Normalität zugrunde legt. Aber bevor ich mich jetzt hier unendlich dafür entschuldige, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Nein, keine Entschuldigung. Es war wirklich, es hat mich so was von geärgert. Das neue Normal, auf das wir uns jetzt alle einstellen müssen. Das kriegt man ja dauernd zu hören. Wir müssen jetzt uns, wie Herr Fenske eben sagte, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir für die Freiheit frieren. Und das, was man tun könnte, um das zu verhindern, tut man nicht. Auch das ist alles normal. Also der Wahnsinn ist mittlerweile zur Normalität erklärt worden. Und nein, ich gebe zu, dass wenn man sich am alten Normal orientiert, man auch nicht ganz falsch liegt. Sie haben ja schon verraten, welche Generation ich bin. Ich komme aus den 70er Jahren. Und in den 70er Jahren, das war die Hochzeit des linksalternativen Lebensstils, da nannte man sie spöttisch Normalos oder sogar Stinos, also Stinknormale, all jene, die nicht so progressiv waren, wie mancher sich selbst vorkam. Deren Untergang war eigentlich beschlossene Sache. Doch sie haben sich als widerständig erwiesen. Es gibt sie noch heute und sie stellen weiterhin die Mehrheit im Lande. Die hundsnormalen Spießer, christlich geprägt, verheiratet, 1 bis 2 Kinder, Eigenheim, geregeltes Einkommen, verlässliche Steuerzahler, gutmütige Menschen, die das Abweichende schätzen, das sie sich selbst längst nicht mehr erlauben. Heterosexuell, doch oft zu müde dafür, aus Langeweile oder Arbeitsüberlastung, weshalb sie den Anspruch, sexuelle Avantgarde zu sein, neidlos anderen überlassen. Die Spießer von heute sind selbstverständlich weltoffen und bunt, tolerant bis zur Selbstaufgabe und haben es sich lange geduldig gefallen lassen, zum Auslaufmodell erklärt zu werden, zu einem Überbleibsel längst vergangener Zeiten. Sie werden gern übersehen. Das Normale ist nicht schlagzeilenträchtig. Nur in Krisenzeiten sieht man, dass es ohne sie nicht geht, ohne Handwerker und Bauern, Polizisten und Feuerwehrleute, Postboten und Lkw-Fahrer, Verkäufer, Apotheker, Reinigungskräfte, Pfleger. Die Liste ist natürlich unvollständig. Sie wäre zu lang. Verzichtbar ist eher sowas wie ich, der Meinungshabende, der Intellektuelle. Das sind die Plaudertaschen in den Medien oder gar die Influencer im Netz. Oder all jene, die eine mehr und mehr ausufernde Bürokratie bedienen, die vielen in den weit nützlicheren und lebenswichtigen Berufen das Leben schwer machen, etwa den Hausärzten und Apothekern und den Bauherren zum Beispiel. Normal ist, was Gewohnheit begründet, etwas, das man nicht erklären muss, auf das man sich verlassen kann. Das mag eher glanzlos sein, aber es ist völlig normal. Und es hat in Zeiten, in denen sich das Vertraute auflöst, etwas ungemein Beruhigendes. Man verachtet das Glück des Spießers nicht. Es rächt sich. Anders gesagt, es hat sich längst gerecht. Der Überdruss am täglichen Angriff aufs Normale hat jene begünstigt, die abwertend Populisten genannt werden, als ob allein schon verdächtig wäre, auf das unterschwellige Grummeln des Volks überhaupt zu hören. Und als ob die ärgsten Populisten nicht jene wären, die noch jeden Konflikt oder Widerspruch mit beidhändig geworfenen Kamellen, vulgo Geld der Steuerzahler, erledigen wollen. Ereignisse wie die Wahl Donald Trumps in den USA, der einst kometenhafte Aufstieg der AfD aus dem Nichts in Deutschland oder der Brexit von Großbritannien hätten Warnung genug sein müssen. Die Plebs macht nicht mehr alles mit. Nicht die Euro-Rettung 2010, nicht die milliardenschwere, aber nutzlose und von Putin begünstigte Energiewende, nicht die Schuldengemeinschaft der EU, die beflissene Genderei oder das Theater um ein drittes Geschlecht. Die Provinz schlägt zurück, durch stille Verweigerung oder durch den Wahlzettel. Doch lieber arbeiten sich die Meinungshabenden an Donald Trump ab oder an den Rechtspopulisten der AfD,
statt auf die Botschaft zu hören, die deren Wahlerfolge verkünden. Wir, die ständig Übersehenen und Beleidigten, haben den ganzen Zirkus gründlich satt. Ist ja ein Grund, warum Frau Faeser, die ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass sie ein Herz für Polizei oder Soldaten hat, weil sie sind alle irgendwie rechtsradikal, jetzt 1000 neue Stellen für die Bundespolizei schafft. Denn es könnte nicht nur einen kalten Winter geben, es könnte sogar einen heißen Winter geben. Und er geht von zwei Seiten aus. Das eine sind Klimaaktivisten, die sagen, nieder mit dem fossilen Kapitalismus. Und zum Beispiel jetzt in Wilhelmshaven ein neu zu bauendes Terminal für Fracking-Gas blockieren. Tolle Sache natürlich, da müsste Frau Faeser eigentlich dafür sein. Und natürlich den Bürgern, die keine Lust haben, sich von Herrn Habeck anhören zu müssen, also dass sie jetzt alle den Gürtel enger schnallen müssen und vielleicht auch ein bisschen frieren. Also Herr Gauck hat ja gesagt, für die Freiheit frieren ist ja wohl das Mindeste, was man vom deutschen Bürger erwarten kann. Weiß nicht, ob das so aufgeht, diese Sache. Warum bleiben unsere Grenzen und, ach, Frau Faeser, also nicht nur die Afghanen, denen man was schuldig ist, aufzunehmen, wobei ich mich langsam frage, wie viel Afghanen haben eigentlich der Bundeswehr in Afghanistan geholfen? Also es müssen unfassbar viele sein, sondern auch deren Familien, die kommen natürlich hier rein, ist ja klar, offene Grenzen ist das Prinzip. Warum bleiben unsere Grenzen und damit der Sozialstaat offen für Menschen, mit denen wir weder Sprache noch Kultur gemein haben und von denen wir nicht wissen, ob sie tatsächlich hilfsbedürftig sind oder Glücksritter und Kriminelle? Warum gibt es in Deutschland um die 200 Lehrstühle für Genderforschung, aber nicht mal die Hälfte für Wissenschaftler, die sich mit einem neuartigen Virus auskennen? Warum meint der Staat, alles besser zu können als der eigentliche Souverän, das Volk, von der Kindererziehung bis zum Unternehmertum, scheitert aber im Krisenfall an seinen ureigensten Aufgaben, nämlich der, für den Schutz der Bürger zu sorgen und zum Beispiel für Energiesouveränität? Warum fühlt sich eine ihrem Volk und niemandem sonst verpflichtete Kanzlerin, Sie sehen, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber Frau Merkel wirft ja noch immer mächtige Schatten über uns und für Herrn Scholz trifft, glaube ich, das eine oder andere auch zu. Warum fühlt sich eine ihrem Volk und niemandem sonst verpflichtete Kanzlerin eher für Europa zuständig oder gar zur Rettung der Welt berufen, ob zwar ihr niemand den Auftrag dafür verliehen hat? Und seit wann darf man der Regierung nicht mehr widersprechen? Wäre das nicht eigentlich normal? Von einem neuen Normal, von dem seit Corona immer wieder die Rede war, steht das alte Normal. Und das ist extrem zäh und überlebensfähig. In Krisenmomenten meldet sich der Mensch in seiner archetypischen Verfasstheit. Und das ist oft kein schöner Anblick, natürlich nicht. Wichtiger als die jeweiligen Identitätsmoden sind nun die Nächsten, sprich die Familie und die spießige Nachbarschaft, Familie und Nation. Jetzt zitiere ich mal jemanden, den ich sonst gar nicht so mag. Familie und Nation, schreibt der Soziologe Heinz Bude, sind krisenfeste Solidargemeinschaften. Heinz Bude fürchtet eine Renaissance des Konservatismus. Die ist, was das betrifft, womöglich schon länger unterwegs. Mir scheint manchmal, die einzigen Antiautoritären sind derzeit die Konservativen. Auch wenn historisch gesehen die Ehe an Nachwuchs und Erbfolge geknüpft war, so zeigt die Beliebtheit der Ehe für alle doch eins. Selbst unter der einstigen sexuellen Avantgarde bei Schwulen und Lesben verbinden offenbar viele mit dem offiziellen Akt der Ehe die Bekräftigung, in guten wie in schlechten Tagen füreinander zu sorgen. Glauben Sie etwa, das private Bündnis sei womöglich auf Dauer verlässlicher als die Segnungen des Sozialstaates? Dann allerdings ist Ehe heutzutage nicht mehr spießig, sondern geradezu subversiv. Das Private erhält seine Würde zurück. Wo wir schon bei Menschen als naturhaften Wesen sind, in Gefahr neigen Menschen zum Abschließen, Abschotten, Verbarrikadieren. Sie schließen die Stadttore und ziehen die Zugbrücke hoch.
Xenophobie, darauf weist schon Claude Lévi-Strauss hin, gehört zum alten Erbe der Gattung Homo sapiens. Und so gab es in Corona-Zeiten im grenzenlosen Europa plötzlich wieder geschlossene Landesgrenzen, die man doch zuvor gegen illegale Einwanderung angeblich nicht schließen konnte. Grenzen wurden sogar innerhalb Deutschlands wieder gezogen und die richteten sich nicht gegen eine Gefahr, die von außen kam. Es sei denn, man erklärte die Hauptstadt Berlin für staatenlos. Sie richteten sich gegen Deutsche, wie etwa gegen die Berliner Schriftstellerin Monika Maron, die es wie jedes Jahr in ihrem Zweitwohnsitz im ziemlich menschenleeren Vorpommern nahe der polnischen Grenze zog. Dort ereilte sie eine Ausreiseverfügung, weil sie verdächtig war, den Feind in Gestalt des Virus einzuführen. Womöglich reagierte hier eine Behörde nach uraltem Muster, demzufolge es da draußen Feinde gibt, die ins Gemeinwesen eindringen wollen, woran man sie hindern muss. Dass das bei einem Virus nicht ganz so einfach ist wie bei anderen, hat sich denen offenbar nicht erschlossen. Doch halt, war die Furcht vor dem Bösen, das da eindringen könnte, den Deutschen im Willkommensüberschwang 2015 nicht abhanden gekommen? Jahrelang hatte es geheißen, dass die Versöhnung mit dem Fremden das höchste Ziel moralisch richtigen Handels sei. Nun tritt uns die Figur des anderen auf einmal ganz neu entgegen, im Modus des allgegenwärtigen Verdachts. Um grundmenschliche Urängste auszulösen, muss er oder sie dabei nicht einmal fremd sein oder auch nur so aussehen. Ein leichtes Husten genügt völlig, um vorsorglich die Straßenseite zu wechseln, konstatiert der Philosoph Wolfram Eilenberger. So schnell kann das gehen. Pragmatisch gesagt, Menschen haben es gern überschaubar, nicht grenzenlos. Sie sind nicht unbedingt fremdenfeindlich, solange die Fremden nicht überhand nehmen. Es gibt Gefühle von Zugehörigkeit, die mit fremdem Hass erst einmal gar nichts zu tun haben. Solidarität zum Beispiel, eine schöne Tugend und viel zu oft eine Forderung im Sinne einer aufgehaltenen Hand. Fällt nun mal leichter unter Menschen, die sich in wesentlichen Aspekten ihrer Identität ähneln oder mit denen man verwandt oder verheiratet ist. Das könnte man nachgerade als Nebeneffekt der Ehe für alle sehen. In der neuerlichen Konjunktur der Ehe scheint genau das wieder eine Rolle zu spielen, dass eine Ehe mit oder ohne Nachkommen die Urzelle von Fürsorge sein kann, dass sie Autarkie bedeuten kann. Privatsphäre gegen die Übermacht des Politischen. Denn der Sozialstaat hat die Familie von Bindungen und Verbindlichkeiten über die Generationen hinweg zwar entlastet, doch damit zugleich entmachtet. Und das schreibt jemand, der nicht verheiratet ist, noch keine Kinder hat und mit seiner eigenen Familie nie so sonderlich glücklich war, aber gegen eine Übergriffigkeit von politischer Seite her weiß ich dann doch das Private sehr zu schätzen. Und damit bin ich wohl dann doch irgendwie ziemlich normal. Sich im Notfall nach außen zusammen und abzuschließen, ist ein uralter Instinkt, der sich, ist es erst einmal so weit, kaum niederkämpfen lässt. In Krisenzeiten sind jene im Vorteil, die sich abschließen können. Die Verwurzelten, die einen Ort haben, also die Somewheres, wie David Goodhart sie nennt. Ich mache immer Reklame für dieses Buch. Es ist ein eigentlich eher linker britischer Journalist, David Goodhart, der sich mal hingesetzt hat und mal geguckt hat, was ist denn nun mit diesen Kosmopoliten und diesen dödeligen Verwurzelten. Und er ist zu interessanten Erkenntnissen gekommen, was das betrifft. Also die Kosmopoliten kennen sich zwar auf jedem Flughafen aus, aber das hilft natürlich, wenn bei Corona die Flüge ausfallen, auch nicht unbedingt weiter. Also David Goodhart lesen, es lohnt sich. The Road to Somewhere nennt sich das. Oder The Road to Anywhere? Nee, The Road to Somewhere, genau. Es gibt auch eine gute deutsche Übersetzung. Es sind auch diejenigen im Vorteil, und das sagt ja mittlerweile sogar irgendeine Bundesstelle, ich weiß gar nicht, welche das war, in Krisenzeiten sind diejenigen im Vorteil, die Vorrat angeschafft haben, die Prepper,
Das gilt nicht nur für Privathaushalte, das gilt auch für Unternehmen, die sich seit Jahren daran gewöhnt hatten, benötigte Komponenten nicht mehr selbst vorzuhalten, sondern just in time irgendwo auf der Welt produzieren zu lassen. Globalisierung bekommt ihren längst verdienten Dämpfer. Nicht, dass der Welthandel verschwinden wird, das wäre für alle Beteiligten schrecklich. Welthandel gibt es seit ewigen Zeiten und es gab ihn auch, als man fürchten musste, dass Handelsschiffe die Pest an Bord hatten. In einer Krise aber wirkt allzu große Abhängigkeit verschärfend. Oder hat man in Deutschland die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg vergessen, als Handelsblockaden eine gewaltige Hungersnot auslösten? Autarkie gibt es nicht, aber ein gewisses Maß an Selbstversorgung hilft zu überleben. Im Konfliktfall ist es nicht gut, allzu sehr auf das Wohlwollen anderer angewiesen zu sein. Und deshalb breche ich auch immer in galliges Gelächter aus, wie meine Freundin Monika Maron das nennen würde, wenn ich wieder mal höre, dass Energiefragen wie die Solidarität unserer Nachbarn beschwören. Die werden uns den Vogel zeigen, wenn es soweit ist. Ja, da ist jeder sich selbst der Nächste. Das ist ein solcher Schwachsinn. Und Souveränität hat nun mal auch etwas mit Energiesouveränität zu tun. Und das haben wir verspielt. Unter Frau Merkel in einer faszinierenden Geschwindigkeit. Diese ganze Energiewende, die ich persönlich hasse wie die Hölle, schon lange. Nicht nur, weil ich umzingelt bin mittlerweile im Vogelsberg von diesen Dingern da, die nichts bringen, wenn der Wind nicht weht. War nur möglich, weil man verlässlich und halbwegs günstig Gas von Putin bezog. Ja, und nun stehen wir plötzlich da und der böse Putin macht den Hahn zu, und was er gar nicht macht. Es gäbe ja noch Nord Stream 2, aber das dürfen wir ja nicht. Und Fracking, Gas beziehen wir dann lieber aus den USA, weil wir selber, Sie kennen das alles, ich will Sie gar nicht damit belästigen, aber ich habe einen so dicken Hals, wenn ich das alles höre. Wir haben ein riesiges Schiefergasvorkommen in Deutschland, aber daran dürfen wir natürlich nicht gehen. Das geht ja gar nicht. Wir lassen andere die Drecksarbeit machen. Wir nehmen das aus den USA. Übrigens auch interessant, dieses LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll in einer absolut irren Zeit hochgezogen werden, wo man doch normalerweise also mindestens 6 bis 8 Jahre dafür braucht, oder? Ich finde das alles sehr, sehr erstaunlich. Sehr, sehr erstaunlich. Also, um es höflich zu sagen. Was also kann man in Zeiten der Krise lernen? Dass Menschen seit Jahrtausenden nach ähnlichen Mustern leben und reagieren und dass vieles, was seit etlichen Jahren in der medienvermittelten Öffentlichkeit verbreitet wird, nicht viel mehr als die Ausdünstungen der Dekadenz ist. Schönen Gruß an Westerwelle. Mag sein, dass es konservativ ist, sich auf das zu besinnen, was normal ist. Spannender als ein solches Etikett scheint mir jedoch, nach den Strukturen zu suchen, die unterhalb der bunt divers weltoffenen Oberfläche verborgen liegen und sie wieder kenntlich zu machen. Das Fundament der Gesellschaft, sozusagen das alte Normal. Doch was ist denn nun normal? Ist es eine bloße Übereinkunft, also eine willkürlich festgesetzte Norm? Der Begriff Heteronormativität anstelle von Heterosexualität suggeriert genau das. Diversität sei die neue Normalität, tönt es von der Barrikade der Genderister, die sorgsam darüber wacht, dass jedes Geschlecht zur Sprache kommt, auch das Eingebildete. Die meisten Menschen aber empfinden ihre Sexualität nicht als etwas Gesetztes. Ebenso wenig wie Homosexuelle glauben, sie hätten sich ihre sexuelle Präferenz einfach so ausgesucht. Könnten sie also auch jederzeit wieder ablegen. Ob es einem gefällt oder nicht, die meisten Menschen sind heterosexuell, möchten eine Familie mit Kindern und haben keine Zeit, sich lustig zu machen über das Reihenhaus, das sie teuer genug kommt. Die meisten Frauen wollen nicht sofort nach der Entbindung wieder an den Arbeitsplatz eilen, egal ob das jemand von den Sozialdemokraten reaktionär findet. So sieht sie halt aus, die Normalität, ob das den kulturellen Eliten passt oder nicht. Was kann an dieser Tatsache kränkend sein? Wolfram Eilenberger: Die sogenannte Wirklichkeit schert sich einen feuchten Kehricht darum, was wir von ihr denken, erhoffen oder selbst kollektiv von ihr für richtig und wahr vermeinen. Vielmehr ist sie das, wogegen niemand je immun ist.
Gewiss gehören zum Normalen auch gesetzte Normen. Doch die Behauptung, dass dies oder jenes rein normativ sei, erinnert an die Vorstellung, das Neugeborene sei eine Art leere Tafel, die von seiner Umwelt beschrieben werden müsse, damit ein Mensch daraus wird. Der Psychologe Steven Pinker, auch den muss man lesen, wie ich finde, hat die Vorstellung des unbeschriebenen Blattes umfassend zurückgewiesen. Es gibt sie, die menschliche Natur, eine angeborene menschliche Konstitution. Ich muss mal auf die Uhr gucken und mir einen Schluck was. Ah, danke. Also ich fürchte, ich schaffe das nicht mit dem ganzen Buch. Sie müssen wahrscheinlich selber lesen. Und nein, das Böse wird nicht von der Gesellschaft den an und für sich Unschuldigen injiziert. Ebenso wenig, wie man die Menschen durch Social Engineering so umkrempeln kann, dass sie zur jeweils bevorzugten Utopie passen. Die Vorstellung von der völligen Formbarkeit hat nichts Emanzipatives. Im Gegenteil, sie ist das perfekte Lockmittel für autoritäre Versuchungen. Auch dann, wenn sie in der scheinbar menschenfreundlichen Variante des Nudging auftritt, des sanften Anstupsens. Man müsse, heißt es, die Menschen nur in die richtige Richtung schieben, dann würden sie schon vernünftig. Doch wer bestimmt darüber, was die richtige Richtung ist oder was die Vernunft gebietet? Für Nudging spricht höchstens, dass es sein Ziel auf weniger blutige Weise erreichen will als die linken Versuchsanordnungen unter Mao, Stalin oder Pol Pot, bei denen alle, die sich dem Ideal des sozialistischen Menschen nicht unterwerfen wollten, aus dem Spiel genommen, nämlich ins Umerziehungslager gesteckt oder gleich liquidiert wurden. Ja, unter Druck wird er sichtbar, der Mensch, in seiner normalen Form, ob sie nun gefällt oder nicht. Es kommt zum Vorschein, was seit Jahrtausenden in ihm angelegt ist, mehr oder weniger gebändigt durch das, was wir Zivilisation nennen. Schlichtes Beispiel aus jüngster Zeit, das, was herablassend Hamstern genannt wurde, als plötzlich manche Regale im Lebensmittelhandel leer waren, ist ein völlig normales, in jeder Hinsicht vernünftiges Verhalten in einer Bedrohungssituation. Wir leben hierzulande zwar seit gut 70 Jahren in einer Zeit ohne große materielle Not, kaum einer muss hungern und frieren, noch nicht, wie es die Kriegsgeneration jahrelang erlebt hat. Der Tiergarten in Berlin, im Zweiten Weltkrieg zerstört, war abgeholzt worden und wurde zum großen Schrebergarten. Hier, das ist eine schöne grüne Idee, abholzen, Schrebergarten ausmachen, damit man was zu essen hatte. Wohl dem der Tiefkühltruhe, mit der Tiefkühltruhe bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Einweggläser würde ich eher empfehlen. Fermentieren soll auch eine gute Idee sein. Ich übe mich da schon so ein bisschen drin. Wobei mein Garten nicht furchtbar, der ist so winzig, der gibt nicht furchtbar viel her, aber na gut. Auf dem Land, die meisten haben eben einen Garten auf dem Land. Das ist ja das Schöne. Von uns erinnert sich keiner an den Zweiten Weltkrieg und an den Ersten Weltkrieg, aber wer die entsprechenden Geschichtsbücher darüber liest, der weiß natürlich, damals gingen die Städter aufs Land und haben bei Bauersvolk mal nachgefragt, ob da noch ein bisschen was zu stoppeln sei. Herr Fenske hat das auch schon gesagt, ich habe mich relativ intensiv auseinandergesetzt mit dieser ganzen diversen und Heteronormativität und diesem Nicht-Binären und was weiß ich auch immer. Das erspare ich Ihnen, aber wir diskutieren das ja nun auch schon so lange, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass es doch nun weitgehend begriffen ist, dass wir die Biologie nicht einfach umdingsen können. Aber es gibt eben immer noch, wie wir ja wissen, eifrige Studenten an den freien Universitäten, die dann canceln, wenn jemand etwas erzählt, was eigentlich selbstverständlich ist. Nämlich, es gibt zwei Geschlechter, es gibt Männer und Frauen. Und diejenigen, die beides nicht sind oder von beidem etwas haben, sind etwa 0,0004% der Bevölkerung. Und sie sind bedauernswert und sie werden zum Vorwand genommen für Leute, die ganz andere Absichten verfolgen, was ich ehrlich gesagt persönlich übel nehme. Na gut. Normal ist, was
Gewohnheit begründet. Etwas, das man nicht erklären muss, auf das man sich verlassen kann. Normal ist das, was funktioniert, weil es sich im Laufe der Zeit bewährt hat. Das Wiederkehrende, Kehrende, das Alltägliche, Ordnung und Sicherheit, beruhigende Gewohnheit, Routine, die nicht zum ständigen Nachdenken nötigt. Normal ist alles, was Orientierung schafft, was uns dazu befähigt, es miteinander auszuhalten, weil wir einen gewissen Konsens erwarten können. Dem widerspricht natürlich nicht, dass der Mensch nach Abwechslung giert, neue Reize braucht, das Besondere und Außerordentliche sucht, überrascht werden will, aber nicht jeden Tag. Alltäglich hält man ein Programm voller Nervenkitzel höchstens aus, wenn man zwischen 13 und 30 Jahre alt ist. Und es ist nebenbei vielleicht auch nicht das Wichtigste, bis ins hohe Alter den ganz großartigen, außerordentlichen Sex zu haben. So oft wie Sport und Duschen, wie es die Ratgeber empfehlen. Auch deshalb ein Plädoyer fürs Normale. Es ist das, was ein ganzes Leben hält. Die lexikalisch verankerte Definition von Normalität ist glanzlos. Normal ist das, was die Mehrheit ist. Normalität, von lateinisch norma, also Regel und Richtschnur, ist ein statistisches Maß, so wie übrigens Klima auch ein statistisches Maß ist. Als normal wird das durchschnittliche Verhalten der Mehrzahl einer Bevölkerung bezeichnet. Normal ist damit weder ein besonderer Vorzug noch ein Nachteil. Die meisten Menschen sind es mehr oder weniger. Den Rest entscheidet der Zeitgeist. Am entspanntesten dürfte eine Gesellschaft sein, in der sich die Mehrheit darüber einig ist, was als normal durchgeht, was man akzeptiert und was man gerade noch tolerabel findet. Auch wegen dieser Vorzüge wird das Normale verkannt. Normal ist langweilig. Normal ist die große Masse, die Gesichtslose, die Herde, die ihrem Herdentrieb folgt, die Schar der Lemminge mit Lust am Untergang. Normal ist, im alltäglichen Trott normale Dinge zu tun, ohne das normale Maß zu übersteigen. Rädchen zu sein im Getriebe. Normal ist, ohne Ansprüche an sich und die Welt schicksalsergeben, dem Lauf der Dinge zu folgen. Und wenn normal die Mehrheit ist, denkt sich da das widerspenstige Individuum, und ich weiß, wovon ich rede, dann will ich nicht dabei sein. Ich lasse mich von keiner Mehrheit unterdrücken. Etiam si omnes, ego non. Und mögen auch alle mitmachen, ich nicht. Das ist ein stolzer Spruch. Und wer ihn zum Lebensmotto erhebt, lässt sich auch von einer Minderheit nicht unterdrücken, womit wir beim Thema wären. Normal steht heute von zwei Seiten unter Druck. Von denen, die ihre Verachtung für die Masse mit Identitätspolitik kaschieren wollen. Und von denen, die als Minderheit das Normalsein für sich reklamieren. Frage an die Verfechter von Identitätspolitik, wie die Democrats in den USA und die linken Parteien in Deutschland, die SPD neuerdings ganz vorneweg. Glaubt man dort wirklich, ohne die Normalos Wahlen gewinnen zu können? Frage an die anderen. Wieso ist das Abweichen vom Normalen das neue Normal? Wollen heute ausgerechnet die Paradiesvögel Spießer sein? Das Gefühl für und die Bevorzugung von Normalität ist ein sehr durchsetzungsstarkes, ein mächtiges Erbe. Fürs Überleben eines Menschen war es vor unseren Zivilisationen entscheidend, vom gewohnten und vertrauten abweichende Muster zu erkennen und den entsprechenden Erscheinungen, Tiger, Löwe oder sonst wie was, aus dem Weg zu gehen. Das ist auch heute nicht immer und unbedingt falsch. Doch wir leben in einer Welt, in der man sich bemüht hat, solch Erbe zu zivilisieren. Wer zu den Normalen gehört, wertet heute nicht mehr gleichsam automatisch Minderheiten, andersartige Fremde ab. Muss man ihm Toleranz und Feinfühligkeit da wirklich noch immer geradezu einbläuen? Das macht keine gute Stimmung, es nervt. Spießbürgerlichkeit, Plädoyer, Spießbürgerlichkeit ist ein Menschenrecht. Übrigens auch die meisten Angehörigen einer Minderheit möchten unbehelligt und normal leben, ohne unaufhörlich gewonnene Kämpfe wieder aufführen zu müssen. Und wer Minderheiten nicht diskriminieren will,
muss deshalb nicht gleich die Mehrheit diffamieren, die dafür auch nichts kann. Vorschlag zur Güte: Man sollte sich weder von einer Minderheit noch von einer Mehrheit vorschreiben lassen, wie man zu leben hat. Denn auch ziemlich große Minderheiten, wenn nicht gar Mehrheiten, kann man beleidigen. Die sind nämlich auch empfindlich. Die Baskets of Deplorables, wie Hillary Clinton sie taufte, all jene also, die keine besonderen schützenswerten Identitäten vorweisen können, etwa weil sie weiße Männer sind, wählten dann womöglich einen wie Donald Trump zum Präsidenten der USA. Sie wählen den Brexit im Vereinigten Königreich oder die Schwefelbrüder und Schwestern von der AfD in Deutschland. Selbst mit einer Wahlniederlage von Donald Trump war das Land ja mitnichten geeint. Im Gegenteil, der knappe Ausgang der Wahlen 2016 wie 2020 macht erst recht deutlich, wie gespalten es ist. Statt sich also über Populisten und ihren Erfolg zu echauffieren, sollte man sich mit jenen beschäftigen, die sie wählen. Und das ist, siehe USA, doch eine beachtliche Zahl, die man nicht ignorieren kann. Sie zu diffamieren, ist nicht intelligenter, als Minderheiten zu diskriminieren. Also im Moment denke ich wirklich so ein bisschen nach über den kalten Winter und den heißen Winter. Ja? Also beides ist ja möglich. Ich meine, ich weiß, wir Deutschen sind duldsam. Aber wenn die Regierung wie derzeit in die Zange genommen wird, von links wie von rechts, dann braucht Frau Faeser vielleicht wirklich ihre 1000 neuen Bundespolizisten. Ich frage mich allerdings so ein bisschen, wo sie die herkriegen will. Die Leute von der Polizei, die ich kenne, die haben es bis hier, ehrlich gesagt. Wenn schon. Die Idee, die grauen Wölfe aus der Türkei, das bringt's doch total, ja wirklich. Oh. Ja, genau, so ganz einfach. Aha. Oh, wir sehen heiteren Zeiten entgegen. Noch lachen wir. Hoffentlich lachen wir noch lange. So, jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren, statt weiter zu lachen. Ach so, ja, doch, das muss ich noch vorlesen, genau. Natürlich hat die Mehrheit nicht immer recht. Millionen Fliegen können nicht irren, esst Scheiße. Das ist ein alter Sponti-Spruch, der die Verachtung für die bloße Mehrheit anschaulich auf den Punkt bringt. Doch Mehrheitsentscheidungen sind das Funktionsprinzip der Demokratie. One man, one vote gilt seit 100 Jahren ja auch für Frauen. Sofern man nicht das Losverfahren bevorzugt, wozu ich mittlerweile neige, ist die Mehrheitsentscheidung die einfachste Art, wie Gesellschaften sich auf etwas einigen. Mit der Karriere der These von der strukturellen Gewalt aber ist die Mehrheit geradezu zum Gegner geworden. Von Johann Galtung stammt die These, dass Gewalt auch gesellschaftlichen Strukturen innewohnen könne, ohne dass es dafür der Person eines Täters bedarf. Das kennen wir vom strukturellen Rassismus. Der ist einfach hier drin, da muss es gar keinen Täter geben. Ne? Also struktureller Rassismus ist schlicht da. Strukturelle Gewalt im Sinne Galtungs wäre etwa die ungleiche Verteilung von Einkommen und Lebenserwartung, Umweltverschmutzung bis hin zur Behinderung emanzipatorischer Bestrebungen. Im Kampf dagegen sei auch physische Gegengewalt zulässig. Solche Thesen eines Friedensforschers wohlgemerkt haben ab 1971 Karriere gemacht, insbesondere bei der damals bewegten Jugend. Sie dienten dem, was man damals Politisierung nannte. Es galt zu erkennen, dass man nicht allein war mit seinem Leid oder seinem Ungenügen, sondern dass man unter den Verhältnissen litt, die daher zu verändern seien. Ein Opfer der Verhältnisse zu sein, die einen an der Entfaltung hinderten, war nachgerade ein Geschenk des Himmels, bedeutete das doch die auch noch theoretisch gültig hergeleitete Befreiung von allen Selbstzweifeln. Noch heute, das wissen wir ja, operieren Kampagnen gekränkter Minderheiten nach diesem Muster, die Gesellschaft ist uns etwas schuldig. Gewalt ist dieser Theorie nach nicht hauptsächlich ein physischer Akt. Es genügen schon mindere Zeichen der Missachtung, um Empörung zu rechtfertigen. Der Publizist Markus Fahlefeld meint, das Prinzip der strukturellen Gewalt
gehe davon aus, dass grundsätzlich die Mehrheit allein dadurch, dass sie Mehrheit ist, bereits Gewalt ausübt und die freie Entfaltung von Minderheiten vereitelt. Das Grundprinzip der Demokratie, der Mehrheitsentscheid, wurde noch nie eleganter ausgehebelt als mit dem Glauben an die strukturelle Gewalt. Strukturell heißt allerdings auch systemisch, also systembedingt. Die Strukturen müssen verändert, das System abgeschafft werden, dann seien die Menschen frei. Demnach ist nicht der Mensch seines Glückes Schmied, es sind die Verhältnisse, die über ihn entscheiden. Er ist, egal wie man es dreht und wendet, ein Opfer. Es gibt nur, also naja, nicht wenn er weiß und toxischer Mann ist. Das wird schon wieder schwierig. Es gibt nur eine Macht, die ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen kann, die Systemüberwindung, also die Revolution. Doch was folgt daraus? Ein starker, diesmal die richtigen unterdrückender Staat? Eine wohlwollende Diktatur, in der die Opferanwälte das Sagen haben? Die Mehrheit jedenfalls hat dann nichts mehr zu melden. Ein bisschen strapaziere ich sie noch, aber nicht mehr lange, keine Sorge. Normalos mögen das alles für abseitige Spinnereien halten. Doch der Hass auf die weiße männliche Kultur, die ihre sämtlichen Errungenschaften nicht erst seit der Aufklärung einschließt, die Entwertung der Vergangenheit und des europäischen Erbes ist ein Gift, das ans Gewebe der Gesellschaft geht, ebenso die Verwischung des Unterschieds zwischen Gedanken und Tat. Wenn die Grenzen zwischen Wort und Tat verschwimmen, ne, Hetze und Hassverbrechen, das ist ja heute das Entscheidende, ja, danach wird geurteilt, Hetze und Hassverbrechen, also Gedankenmord sozusagen. Wenn die Grenzen zwischen Wort und Tat verschwimmen, tut das der nötigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung natürlich nicht sonderlich gut. Denn genau dafür, für den Fall des Konflikts, haben Menschen sich Regeln gegeben, nicht um Streit auszuschalten, sondern um ihn auszuhalten. Das ist neben dem, was biologisch als normal gelten darf, die andere Seite der Normalität. Das, was man Normen nennt, also das, was tatsächlich nicht naturgegeben ist. Doch die gilt es ebenso zu verteidigen wie Regeln und Grenzen. Normen sind Fesseln und rettende Regeln zugleich. Ihre Wurzeln liegen weit zurück. Einiges mag überholt sein, anderes ist lebenswichtig. Sie sind Bemessungsgrundlagen in Formen gegossener Übereinkünfte, die zur Gewohnheit geworden sind. Genau, Gewohnheit, auch so eine zwiespältige Angelegenheit. Gewohnheiten, heißt es auf der Seite der progressiven und modernen Kräfte, machen bequem und unbeweglich. Ja, schon. Gewohnheitstiere folgen ihrem täglichen Trott, ohne eine Vorstellung davon zu haben, dass es auch anders gehen könnte. Sie scheuen das Risiko, verweigern sich dem Neuen und Modernen und deshalb müssen sie beständig aufgerüttelt werden in aufklärerischer Absicht. Na klar. Das wird den Normalen nun schon seit Jahrzehnten gepredigt. Dieser Roman ist eine Provokation, diese Inszenierung ist ein radikaler Versuch, mit eingefahrenen Verhaltensmustern zu brechen. Diese Ausstellung ist ein Verstoß gegen die Sehgewohnheiten des Publikums. Das Publikum nimmt all diese Provokationen, Brüche und Verstöße mit unerschütterlicher Gelassenheit hin, ebenso wie die Werbespots, die ein völlig neues Duschgefühl, Fahrgefühl, Zahnputzgefühl verheißen, schrieb der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger bereits 1982. Auch Architekten und andere große Geister belästigen uns seit Jahrzehnten mit ihrem Anliegen, Sehgewohnheiten brechen zu wollen. Erst langsam gibt es beim Bauen wieder eine gewisse Renaissance des Überkommenen, der Tradition, des Üblichen, darf das menschliche Maß wieder gelten, jedenfalls ab und an. Gewohnheiten beruhigen, verorten, beheimaten. Sie erleichtern das Leben und entlasten das Gehirn, das seine Ressourcen braucht, um in Stresssituationen schnell reagieren zu können. Menschen sind gewohnt, in Sekundenbruchteilen Muster zu erkennen und Schlüsse daraus zu ziehen. Harmlos oder gefährlich. Das hilft beim Überleben in feindlicher Umgebung. Wir sind alle hochsensible Normalitätserspürer, sagt der Soziologe Gerhard Schulze.
Ohne unsere Antenne für das Regelmäßige wären wir nicht lebensfähig. Gewiss hat das seinen Nachteil. Die Suche nach vertrauten Mustern engt das Wahrnehmungsspektrum ein. Pluralistische Gesellschaften sind demgegenüber weit anstrengender und wirken vielleicht deshalb oft so neurotisch. Doch geteilte Gewohnheiten erleichtern das Leben mit anderen. Wir einigen uns darauf, es einfach so zu machen, wie es hier oder hierzulande normal ist. Das erspart lange Verhandlungen und manchen Konflikt und hilft auch den Hinzugekommenen, den Fremden, bei der Orientierung. Und warum auch nicht? Nicht immer ist das Gewohnte falsch, veraltet, unmodern. Auch wenn in jeder Generation die Jungen das Rad neu erfinden wollen. Gewohnheiten, sagt Enzensberger, sind vor allem Sedimente, in denen sich eine unermesslich alte Lebenserfahrung niedergeschlagen hat, im Guten und im Bösen. Die Normalität ist das kollektive Gedächtnis. Die Normalität ist das kollektive Gedächtnis in seiner massivsten Form und insofern ist sie immer veraltet. Veränderung, die scheitert regelmäßig an der Renitenz der Mehrheit. Und wieder Enzensberger, die Normalität ist eine defensive Kraft, aber sie ist unfähig zu resignieren. Mit Meinungen, Weltanschauungen, Ideologien ist ihr nicht beizukommen. Sofern die Gattung fähig ist zu überleben, wird sie ihre Fortdauer vermutlich nicht irgendwelchen Außenseitern verdanken, sondern ganz gewöhnlichen Leuten. Enzensberger war irgendwie schon immer ein Reaktionär. Ganz gewöhnlichen Leuten, genau. Den normalen eben, den eher konservativen Kräften, die keinen Bedarf für radikale Reformen oder gar Revolution haben, die nicht die Welt retten möchten, sondern, wenn es mal nötig wird, ihre nächsten Angehörigen und die bei allen großen Utopien leise, aber bedenke die Folgen, murmeln. Den Satz von Enzensberger sollte man sich merken. Wenn Sie einverstanden sind, schließe ich hier mit. Oder wollen Sie noch? Ich glaube, wir sind nicht einverstanden. Och, na gut, wenn mir die Stimme nicht versagt. Dann blätter ich mal ganz schnell. Ich habe hier zu viele Möglichkeiten aufgeschrieben. Zu viele Möglichkeiten ist ganz schlecht. Ja, das ist auch nicht normal. So viel Auswahl. Zu viel Auswahl. Ich könnte jetzt mal ein bisschen auf die Feministinnen einhauen. Ich könnte den toxischen Mann verteidigen. Das tue ich ja immer gerne. Ein tolles was? Vorende. Ach so, eben. Ne? Finde ich, eigentlich hätte ich ihm das gerne überlassen jetzt, so das Schlusswort. Aber es steht hinten auch nochmal, ich kann hinten nochmal Enzensberger lesen, genau. Ja, bei Frauen und Männern habe ich auch viel geschrieben. Und warum? Ist der neue Mann das fluide Metropolending, also ein Weichei, oder jemand, der erfolgreich erwachsen geworden ist, der seine Grenzen und die andere kennt, statt bei jeder Herausforderung auseinander zu fließen? Doch für lautstarke Aktivistinnen sind Männer noch immer der altböse Feind, egal wie sie sich mühen. Männer sind Schweine war ja noch ein harmloses Spottlied. Heute geht es in der radikal-feministischen Ecke weit weniger höflich zu. Männer sind Abfall, heißt es da. Oder auch Arschlöcher, alle. Männer müsse man unter Generalverdacht stellen, weil Männlichkeit als Konzept schon der Fehler sei. Männlichkeit als Konzept. Ihr Männer, denken Sie doch mal nach, welches Konzept das sein könnte. Ich finde das interessant. Männlichkeit als Konzept ist schon der Fehler, ne? Merken. Von toxischer Männlichkeit ist in dieser Szene sowieso gern die Rede, von alten weißen Männern als Übel der Welt. Auf Twitter oder in Kolumnen wird all das fröhlich in die Welt gequakt, hat also eine weit größere Reichweite als die dümmsten feministischen Sprüche der 70er Jahre. Nicht nur hierzulande, auch in Frankreich wird geholzt. Die grüne Abgeordnete und Journalistin Alice Coffin will die Männer eliminieren
Und das Pamphlet »Ich hasse Männer« von Pauline Ormange ist ein Bestseller. Klug wäre es natürlich, das nicht weiter ernst zu nehmen. Die fröhliche Hemmungslosigkeit der Männerverächterinnen korrespondiert allerdings mit dem politischen Bemühen nicht nur linker Politiker, Frauen zu bevorzugen, weil die ja so viel nachzuholen hätten. Doch die bemitleidenswerten Deplorables in den USA sind mittlerweile die weißen Männer der Mehrheitsgesellschaft. In Deutschland ist das nicht wesentlich anders. Was Bildung und Ausbildung betrifft, liegen Mädchen und Frauen vor den Männern. In den Schulen dominieren weibliche Lehrer, die weibliche Tugenden fördern, während den Jungen ein männliches Rollenvorbild mehr und mehr fehlt. Männer sterben früher und sind überproportional in Gefängnissen und Obdachlosenheimen vertreten. Typisch männliche Berufe verschwinden oder sind entwertet. Berufe, bei denen es auf körperliche Kraft und Geschick oder auf schiere Muskelstärke und Durchhaltevermögen ankommt, vom Malocher im Stahlwerk bis zum Bergmann am Flöz. Männer sind zwar eher bereit, das Risiko einer Firmengründung oder einer selbstständigen Tätigkeit einzugehen als Frauen, aber das gilt selbstredend nicht für alle. Heute bemühen sich vielerlei Erziehungsagenten, dem kleinen Jungen den künftigen Mann auszutreiben und dem kleinen Mädchen die künftige Frau. Weil es ja die Männer seien, die Kriege führen, worunter am meisten die Frauen litten, weil sie im Krieg Sohn, Vater oder Mann verlieren könnten, wie Hillary Clinton einst bemerkte. Merken Sie eigentlich, was diese Frau da sagt? Ja? Das ist so unfassbar. Das ist wirklich, das ist authentisch, dieses Zitat. Die Frauen leiden am meisten unter dem Krieg, weil da die Männer sterben. Hey, wow. Ja gut, wer stirbt, der leidet nicht mehr. Auch wieder wahr, ne? Pech sollte sich später herausstellen, dass die Frauen dem weichgespülten Softie einen Kerl vorziehen, der noch richtig zupacken kann. Und zwar nicht beim Abwasch oder Mülltüten runterbringen. Einer, der im Ernstfall das tut, was Männer schon immer tun mussten, die Familie schützen, notfalls auch mit körperlichem Einsatz. Der fluide Metropolenmann hat längst Herausforderer gefunden. Zuerst deutlich bemerkbar in jener Silvesternacht 2015 in Köln, in der es vielen jungen Männern mit Hintergrund gelungen war, massenhaft Frauen zu bedrängen und sexuell zu nötigen. Was diese jungen Männer in Köln und nicht nur dort antreibt, offenbar stimuliert von einer giftigen Mischung aus nordafrikanisch-arabischer Kultur und Religion, hat jedoch mit dem alltäglichen Sexismus, jenem Generalverdacht gegen Männer schlechthin, wahrscheinlich nur am Rande zu tun. Frauen waren womöglich nicht das wahre Objekt dieser Übergriffe. Der Angriff richtete sich vielmehr ganz gemäß einer arabisch-islamischen Kulturalisierung gegen die Ehre der deutschen Männer, die es nicht fertiggebracht hatten, ihre Mütter, Schwestern, Frauen zu schützen. Angefangen von der ja noch immer überwiegend männlichen Polizei, die ihre Schutzfunktion nicht ausübte, bis zu den nächtlichen Begleitern, die allerdings, hätten sie sich gegen die Übermacht zur Wehr gesetzt, im Zweifelsfall zu Märtyrern ihres Rittertums geworden wären. Deutsche Männer sind heute mehr und mehr mit einem archaischen Männlichkeitsideal konfrontiert, dem Mann metrosexuell nichts entgegenzusetzen hat. Derweil geben sich Medien und Politiker alle Mühe, noch die letzten Männerbastionen zu schleifen. Polizei und Bundeswehr. Ja, in beiden Institutionen gibt es mittlerweile viele Frauen. Bei der Bundeswehr noch immer am häufigsten im Sanitätsdienst und weit überwiegend als Zeitsoldatinnen. Ich finde das immer so völlig verrückt. Kann das wirklich sein, dass Frau von der Leyen dafür gesorgt hat, dass im Schützenpanzer auch schwangere Frauen Platz nehmen können? Da frage ich mich doch, was haben schwangere Frauen an der Front zu suchen? Was soll das? Man, übrigens, jeder Mann würde sofort den Feind Feind sein lassen und die schwangere Frau neben ihm schützen, wenn es denn darauf ankäme. So was Absurdes, ich fasse es nicht. Also vielleicht kann es mir nachher jemand erklären, was hinter diesem Gedankengang steckt. Dennoch ist Schutz und Verteidigung auch unter Gewaltanwendung weiterhin eine klassische Männeraufgabe. Doch ihr Ansehen leidet nicht nur seit Studenten- und Friedensbewegungen und nicht nur in jenen Szenen, in denen All Cops als Bastards gelten.
Sie finden vor allem bei den politisch für Sie Verantwortlichen nicht mehr jene Fürsorge, auf die Sie für die gesellschaftliche Dreckarbeit zuständig Anspruch haben. Jetzt kommt Frau von der Leyen, ne, die ja schon sofort einen Kampf gegen rechts in der Bundeswehr geführt. Das war das absolut Entscheidende. Man musste da Devotionalien aus der NS-Zeit irgendwie in den Spinnen finden. Also schon sehr strange. Es wurde ein Foto von Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform gefunden. Das ist natürlich wirklich ganz besonders böse. Und der Verdacht, es gäbe dort ein rechtsextremes Netzwerk, hat sich nicht erhärtet. Auch die Eliteeinheit KSK ist mittlerweile unter strenger Beobachtung. Das heißt, die ist zum Teil, ich kenne da ein paar nähere Details, in Frankfurt regelrecht zerstört worden. Na Quatsch, das ist jetzt die SEK, sorry, nicht die KSK. Auch die Eliteeinheit KSK ist mittlerweile unter strenger Beobachtung als mögliche Gefahr für die Demokratie. Rechte Netzwerke beim Militär wären in der Tat keine Kleinigkeit. Doch es ist keine gute Idee, die Loyalität der Truppe durch einen Generalverdacht auf die Probe zu stellen. Ein guter Befehlshaber sorgt für Aufklärung, steht aber in der Öffentlichkeit hinter seinen Leuten. Alles andere strapaziert das Selbstbewusstsein einer Truppe, deren Angehörige im Fall des Falles ihr Leben riskieren sollen. Trotz der vielen Beraterhonorare, die von der Leyen ausgab, hier fehlte ein vernünftiger Ratschlag. Auch die Polizei erlebt wenig Zuspruch, trotz immer härterer Arbeitsbedingungen. Die Parole All Cops are Bastards scheint sich mittlerweile selbst bei Politikern durchgesetzt zu haben. Bei den Grünen würde einen das ja vielleicht auch nicht wundern. Dort war man sich noch Jahre nach der Parteigründung so gar nicht einig, was das Gewaltmonopol des Staates betrifft. Also ich bin Richterstochter, also das hat mich immer schon völlig irritiert. Ach, das Gewaltmonopol, ne? Was? Wollen wir jetzt wieder Lynchjustiz haben? Wollen wir jeder gegen jeden oder was ist hier los? Aus Rücksicht auf Militante an der Basis oder in der Tradition dogmatischer linker Sekten wie KBW oder KBD. In einem Streitgespräch mit Antje Vollmer meinte Otto Schily im Jahr 1985, ich glaube, dass bei manchen Grünen irgendwo noch im Bewusstsein eine Art von Revolutionsmythos herumhängt und dass sie sich schwer tun mit ihrem Verhältnis zum Staat. Die Grünen dürfen aber überhaupt keinen Zweifel daran lassen, dass sie das Gewaltmonopol des Staates anerkennen. Also bei Frau Faeser ist es, glaube ich, mittlerweile durch. Gegen den widerspenstigen Kartoffeldeutschen braucht man dringend Polizei. Immerhin. Also sie hat was dazugelernt, scheint mir. Das war jetzt Ironie. Doch auch in den Medien werden linksextremistische Angriffe auf die Bullen nicht weiter ernst genommen, ebenso wenig bei der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken's. Man sei ja selbst Antifa, seit 58 Jahren, wie Esken's bekannte, die der Polizei latenten Rassismus bescheinigt. Und der Kampf gegen rechts ist nun mal wichtiger, egal ob der Verfassungsschutz vor der wachsenden Zahl militanter Linksextremisten warnt. Deutschland ist kein Polizeistaat und das sollte so bleiben. Doch war nicht einmal die Rede von wehrhafter Demokratie? Das Gewaltmonopol des Staates soll Selbstjustiz und Bürgerkrieg verhindern. Dazu aber muss es auch ausgeübt werden. Und das ist noch immer vorwiegend Männersache. Böse Menschen halten den neuen Mann für ein vom Feminismus kujoniertes und herabgewürdigtes Wesen. Und bei manchen Exemplaren kommt einem das in der Tat so vor. Jenen, die bei jedem weiblichen Stirnrunzeln schon auf die Knie fallen. Doch es gibt ihn durchaus noch, den Normalo, der weder das eine noch das andere ist. Weder Macho noch Warmduscher. Männer mit Begabung fürs Praktische, mit Beschützerinstinkt, ohne Überlegenheitssyndrom. Kerle, die dafür sorgen, dass der Wasserhahn nicht tropft, das Kinderspielzeug wieder heil ist und es im Kamin warm ist, weil sie Holz gehackt haben. Und die danach vielleicht sogar zu dem weiblicherseits nachgesuchten guten Gespräch in der Lage sind. Doch selbst solche Männer dürfen in ihrer Rolle verunsichert sein. James Brown besang 1966 mit It's a Man's World auf heute geradezu rührend erscheinende Weise eine längst vergangene Welt,
in der Männer einfach großartig waren. Men made the cars to take us over the road. Men made the train to carry the heavy load. Men made the electric light to take us out of the dark. Ja, deshalb haben wir ja heute Frauen an der Macht. It's a man's world. Doch Autos, Züge und elektrisches Licht sind längst erfunden und das Spielzeug kommt aus China. Nur eines stimmt noch heute. Ohne Frau und Kinder ist er lost in bitterness. Man weiß nicht, ob die in den Medien mittlerweile so beliebten Attacken junger Wesen, deren Gender wir nicht unterstellen möchten, nur Spaß am Spiel sind oder ob der eine oder die andere ahnt, dass sie zudem Attacken auf einen Solidarpakt sind, der, sie oben, sich auch in der Krise bewährt. Jener Solidarpakt zwischen Mann und Frau, ob mit oder ohne Trauring.